Herzlich willkommen zu Rebellion Kitchen, der Kochshow zur Rebellion. Unser heutiges Thema sind Apfelmuffins, das Carbon Budget und das 1,5 Grad Ziel. Wir befinden uns gerade in der Küche einer Rebellin, die während der Rebellion Wave einen Ort zum Schlafen, Kochen und Duschen zur Verfügung gestellt hat. Mega. Mein heutiger Kochshow-Gast ist Alex von Gutmensch Alex. Hi. Hi, danke, dass ich hier sein darf. Mein Instagram-YouTube-Kanal heißt Gutmensch Alex. Da berichte ich über alle nachhaltigen Themen und versuche auch selber möglichst nachhaltig zu leben. Einer dieser Themen ist zum Beispiel auch Apfelmuffins backen, weswegen ich heute folgende Zutaten mitgebracht habe. Mehl, Zucker, Öl, Sprudelwasser, Backpulver und natürlich Äpfel. In 2050 haben sich die Vereinten Nationen auf das Pariser Klimaabkommen geeinigt, wo sie festgelegt haben, dass sie bei der Klimaerwärmung deutlich unter 2 Grad, wünschenswerterweise unter 1,5 Grad bleiben. Ja, und aktuell sind wir doch schon bei etwa 1,1 Grad, oder? Genau. Der IPCC-Bericht aus Oktober 2018 stellt fest, dass unsere Atmosphäre noch 345 Gigatonnen CO2-Äquivalente aufnehmen kann, bevor wir die 1,5 Grad-Marke erreichen. Interessante Zahl, denn zufällig haben wir genau so viel Gramm auch heute dabei, also 345 Gramm, die wir jetzt in Muffins verwandeln können. Wir haben jetzt ein eingefettetes Muffinblech, unseren Teig und einen Löffel dazu geholt und gucken jetzt mal, wie viele Muffins wir daraus kriegen. Könnt optimalerweise so 2 Esslöffel pro kleiner Muffin machen. Aktuell verbrauchen wir pro Jahr weltweit 42 Gigatonnen CO2-Äquivalenten. Okay, aber warte mal. Wir haben hier irgendwie Platz für 24 Muffins. Da sind jetzt 8. Unser Teig ist schon ziemlich leer. Das ist tatsächlich ziemlich krass. Also ich hätte nicht so gedacht, dass es so wenige werden. Wobei es eigentlich Sinn macht, denn wenn wir die 345 durch die 8 teilen, kommen wir genau auf 42, was ja auch die Anzahl ist an CO2, die wir gerade jedes Jahr verbrauchen. Oh, was ein Zufall. Was für ein Zufall. Also eigentlich ein ziemlich bildliches Beispiel für die Situation, in der wir uns gerade begeben. Ja, absolut. Kritisch. Um diese kritische Situation ein bisschen aufzuschönen, können wir da jetzt vielleicht noch die Äpfel reinballern. Wir packen den Ofen, der ist auf 180 Grad vorgeheizt. Und dann, bei der Größe müssen wir gar nicht so lange warten. In 8 Minuten ungefähr können wir mal reinschauen. Okay, die Muffins sind im Ofen. Haben wir noch ein bisschen Zeit, über das ganze Carbon-Budget-Konzept zu quatschen. Auf jeden Fall. Ja. Wir haben jetzt irgendwie die ganze Zeit so über Treibhausgase gesprochen. Deswegen werden wir nochmal kurz auf den Treibhauseffekt eingehen. Funktioniert halt so, Treibhausgase kommen in die Atmosphäre, Sonnenstrahlung kommt auf die Erde, wird von der Erde wegreflektiert und dann von den Treibhausgasen in der Atmosphäre aufgehalten. Das heißt, die Treibhausgase legen sich wie so eine Art Wärmedecke um die Erde. Genau. Nur kann man sich das Prinzip, ja, man kann sich theoretisch eine Wärmedecke vorstellen, es ist aber eher, als würden wir russisches Roulette spielen, denn ganz viele verschiedene kleine Ereignisse bis große Ereignisse können die ganze Situation noch deutlich drastisch verschlimmern, und zwar von jetzt auf gleich. Genau, wie zum Beispiel der Albedo-Effekt, der eintritt, wenn die Eisflächen in Grönland schmelzen, oder die Permafrostböden, die auch gerade schmelzen. Aber dazu gibt es auch noch ein extra Video. Genau. Diese Elemente nennt man übrigens Kippelemente, weil sie verschiedene, ja, wie so einen Dominoeffekt auslösen können. Und da wir nicht genau wissen, wann diese Punkte eintreten, hat man sich darauf geeinigt, die Temperaturen zwischen 1,5 und 2 Grad beschränken zu wollen. Genau. Jetzt, so langsam sollten wir so machen, ist glaube ich auch fertig. Geil, dann freue ich mich jetzt auf geile, vegane Apfel-Crumble-Muffins. Ja, same. Vergesst nicht, den Extinction Rebellion Deutschland-Kanal zu abonnieren, um noch weitere coole Rezepte zu sehen. Genau, und schickt uns gerne einen Kommentar oder ein Foto von dem, wie ihr diesen Teig weiterverwendet habt.